das war ein richtig guter Start gestern, Feuerwerk. Und jetzt sind wir vom Feuerwerk direkt in Sandkorb, Strandkorb transferiert. Also ich und meine, Assistentin. Es ist inzwischen schon ein Sandkorb. Ja, Sandkorb. Die Kinder, die schaufeln ja immer Sand überall hin. Das erste Mal, dass ich in so einem Strandkorb bin, da haben wir uns gedacht, weil wir sind heute noch einen Tag hier in Travemünde. Und da haben wir uns gedacht, dass wir einmal so einen Korb hier nehmen. Auch wenn es nur, sieht so aus, ob es bald vielleicht regnet. Wobei, aber im Moment total angenehm ist. Ja, wir haben gerade gesagt, es ist irgendwie überhaupt nicht heiß und richtig schön für den Strand. Ja, sehr schön. Haben schon schönen Kaffee geholt. Ihr Papa ist ganz weit gefahren, um einen Kaffee in Barista-Qualität zu organisieren. Zwei, ja, stimmt. Ich bin ja nicht allein hier. Ja, genau. Und der Urlaub geht dann richtig los. Also wir sind hier im Wohnmobil jetzt noch bis morgen und morgen geht's auf die Fähre. Die haben wir gestern Abend schon gesehen, wie sie ausgelaufen ist. Und mit genau so einer Fähre fahren wir dann morgen früh um 11 nach, wo fahren wir hin? Malmö, Schweden. Nach Schweden fahren wir übrigens. Und da, genau, in Schweden. Und da sind wir 2 Wochen und machen so eine Rundtour. Wir müssen jetzt noch ein bisschen gucken, wo wir genau hinfahren, aber freuen uns auf jeden Fall drauf. Also gerade wenn man hier so am Meer ist, da kriegt man schon so ein bisschen irgendwie Fernweh, wenn man dann diese Fähren reinfahren sieht, die dann, dann will man irgendwie doch mal in ein fernes Land. Ich denke zwar immer so, Deutschland ist auch schön. Ich sage ja immer, auch schön, ja. Ich sage immer, wir auch, dass wir in der Nähe mal was machen, zu Hause. Aber wenn man dann so die Schiffe sieht, ist auch irgendwie toll. Ist halt schon Abenteuer irgendwie, ja. So ein bisschen für die Kinder. Mama, darf ich Papa, du weißt doch, wo es eine Fähre ist. Zweimal auf die Fähre. Malmö. Nö. Wo? Steht das da? Malmöe. Malmöe? Da müssen wir hin. Guck mal, spannend, da hinten stehen sie. Good morning, good morning to you. Good morning, Mr. Miller, and how do you? Anni hat schon Rucksack auf. Anni hat schon Rucksack aufgesetzt. Wir sind noch nicht mal angemeldet für die Fähre. Ist aufgeregt. So, jetzt geht's in die Reihe. Ich fahre die Fähre dann. Rucksack, Reihe 4, 5, 3 von rechts. Ich fahre die Fähre. Was hat sie gesagt? Na, neben die alle da, hinter dem Wohnwagen da vorne. 5. Also nicht hinter dem. Jetzt hier. Wir sind voll ausgestattet, wir haben Strom, wir haben alles. Kann nicht mehr bremsen. Warum? Spannend. Alle überholen. Haha, die sind viel früher gewesen wie wir. Aha. Ja. Die werden doch als erstes reingelassen, die Reihe rechts. Und auf unserem Stellplatz gesehen. Du fährst sonst hinten rein. Wir hatten gestern noch ein ganz schönes Programm hier vor uns. Und zwar haben wir gestern Nacht noch eingekauft. Also wir waren in Travemünde unterwegs den tagsüber. Dann haben wir noch eingekauft. Sieht hier überhaupt aus so hell. Dann haben wir noch eingekauft bei Aldi abends, das ganze Wohnmobil vollgeladen, wirklich alles, was irgendwie geht, Unterboden mit so viel wie möglich Lebensmittel, weil es in Schweden doch teurer ist, und dann haben wir schon mal erstmals alles dabei. Dann sind wir noch weitergefahren auf der verzweifelten Suche nach einem Hotspot WLAN mitten in der Nacht, weil ich noch eine große Datei verschicken musste, und das habe ich dann versucht bei McDonald's, bei Burger King, bei Schlag mich tot. Das ist ja in Deutschland wirklich wie Entwicklungsland, wenn man irgendwo mal WLAN braucht und man hat jetzt kein Datenvolumen, also das hat dann nicht geklappt bis spät in die Nacht. Heute Morgen um 7 Uhr noch am Baumarkt gewesen, ein Brett für unsere Kindersitze zusägen lassen, dass die nicht so wackeln, weil die so unten so ein bisschen auf den Polstern liegen, dass die jetzt schön aufliegen können. Eine elektrische Fliegenklatsche für Schweden, weil es sehr wichtig, viele Moskitos. Ein Fahrradkorb noch besorgt. Ja. Frühstück und jetzt auf die Fähre. Und jetzt kann der Urlaub. Ich koche noch jetzt einen Kaffee. Katrin kocht noch einen Kaffee im Hintergrund, bevor wir drauf fahren dürfen. Und dann kann der Urlaub losgehen. Und ganz wichtig, ich freue mich unheimlich auf die Dusche an Bord, weil mein Duschzyklus ist etwa 1 bis 2 Tage hinterher. Wie? Also ich hänge 1, 2 Tage hinter meinem Duschzyklus hinterher. 1, 2 Tage? Ja, weiß ja keiner, was mein Duschzyklus ist. Der könnte ja halbtäglich sein. Einmal 3 Wochen. Ich sehe übrigens völlig fertig aus, gell, weil ich heute Nacht auch erst um, wann bin ich ins Bett gegangen, um 2, um 2:30 fast und um 7 wieder aufgestanden, also eindeutig zu wenig Schlaf, aber wir haben eine ganz entspannte 9 Stunden Fährfahrt ohne Kabine vor uns, also mal gucken, ob man sich da irgendwo ein bisschen ausruhen kann.
Vielleicht kann ich mich ja ausruhen auf der Fähre und du guckst ein bisschen nach den Kindern. Das war da, Mama. Dass ich mich ein bisschen ausruhen würde auf der Fähre als Fahrer. Ja, und ich, Mann. Mit den Kindern was machen. Ich habe keinen Stress hier. Na doch, wir gucken mal. Wir lassen es einfach auf der Fähre, kann ja nichts passieren. Malmö, halt dich gut fest, Anni. Ja, bitte. Guck mal, wie spannend, wir fahren auf die Fähre drauf. Ja. Siehst du alles? Ja. Okay. Coole große Fähre. Wow. Hey, cooler Witz nicht da vorne. Ich will nicht anhalten müssen. Das ist steil. Guck mal, wie groß das ist. Guck mal, da stehen die ganzen LKWs. Ja. Ja, meine Gäste. Jetzt fahren wir hier hoch. Haltet euch gut fest. Fahrfahrt! Tutut! Nein, wir müssen am Berg anfahren. Jetzt purzeln die Melonen rum. Doch, musst du auch rückwärts rein. Ach du Schande. Ich wink nicht ein. Was heißt, ach du Schande, als ob ich da fahre ich so rein, guck so. Ja. Willst du vorm Einparken auch noch einen Schluck starken Espresso-Kaffee? Ich bin so aufgeregt, muss rückwärts einparken. So ein Stress hier. Na, erst muss das andere Wohnmobil noch rein. Winkt er dich nicht ein? Weiß ich nicht. Im Moment ist er nicht zu sehen, der Onkel. Sie sehen ja lustig aus. Das ist aber echt, also wenn da jetzt jemand gar nicht so fahren kann mit so einem Ding, mit dem Mietwohnmobil. Sehr spannend hier. Komm. Bin ich hier eingeparkt, hier auf einen Millimeter passt. Und da ist Elektrik da unten. Ah. Ja. Er hat gesagt, sehr gut, er hat mich gelobt. Hat er wirklich? Oder hast du es falsch verstanden? Das war Schwedisch. Das war Schwedisch, aber es hieß, glaube ich, sehr gut eingeparkt. So habe ich noch nie einen einparken sehen in den letzten Wochen. Und wie hieß das auf Schwedisch? So weit mein Schwedisch hin. Smörrebröt, Böntjes, Sentri, Ikea, Süd. Guck mal, wie beeindruckend. Der Rettungsring. Well, oh, wie hoch wir sind. Es ist soweit, wir legen ab aus Travemünde. Wir fahren jetzt hier noch vorbei, wo wir die letzten Tage verbracht haben. Wo winkt er? Wir winken, ihr müsst aufhören zu winken. Stopp! Die winken doch auch. Ja, die wollen aber auch aufhören. Die hören nur nicht auf, weil wir nicht aufhören. Also mehr Urlaubsfeeling gibt es irgendwie nicht, wie hier rauszufahren. Richtig cool gerade. Ich bin, glaube ich, noch nie hier irgendwie mit einer Fähre gefahren. In Deutschland. Nicht klettern, nicht klettern. Da war er, ja. Schweden, wir kommen. Komm mal mit, das ist eine Fähre. Das ist ja cool. Hier kann man laufen. Ich kann mich auch mal machen. Nein, warte. Jetzt nicht zum Laufen, das Ding. Hier ist die Sauna. Ums Eck. Moritz ist schon im Bällebad. Moritz, komm mal raus! Ja. Verschwindet wie so ein. Oh. Anna, warst du auch schon mal im Bällebad? Nein. Da kann man rein. Kinder spielen gerade da hinten in dem Kinderparadies. Anna Luni sagt, laufen zu Moritz, wir müssen gleich aussteigen, weil wir zu Pippi Langstrumpf wollen. Flitz mal zu Mori. Hast du das gebaut? Ja. Ganz alleine? Ja. Ach Engelchen, das ist ja toll. Ist das ein Auto oder ein Haus? Auto. Wohnmobil? Wohnmobil. Mensch, du hast ein Wohnmobil gebaut. Toll. Ja.